Hi, nur kurz bevor der Kampf losgeht, ein kleines Vorwort. Schaut euch den Kampf in doppelter Geschwindigkeit an, wenn ihr nicht eine Dreiviertelstunde lang einfach nur gelangweilt zugucken wollt, wie ich da irgendwelche Plays mache. Und zweitens, schaut mal genau hin, was Vergangenheit Siggi gemacht hat. Es geht um eine Stelle, sehr am Anfang tatsächlich und relativ am Ende. Die zwei Stellen solltet ihr euch mal im Auge behalten und ja, einfach nur aufpassen. Mehr wollte ich nicht sagen. So, viel Spaß. Tschüss. Ja, hi. ASPL Spieltag 5 und wir spielen auf Showdown. Ja, ich sag nur eins, lag an mir und ich habe keine andere Lösung dafür. Egal. Nichtsdestotrotz werden wir hoffentlich in 2 Minuten von Ink angechallenged, weil er auf seinen 8 Minuten bestanden hat. Und dann kann ich ja in der kurzen Zeit, Spoiler, wir stehen 2-2. Ich hoffe, dass wir gegen den Erstplatzierten, weil er ist momentan auf dem Ersten, gewinnen können. Und ja, mein Team kann ich ja schnell mal erklären. Ich habe zum ersten Mal tatsächlich die Premiere einen Säuger-Leo mit, weil an sich ich hätte, glaube ich, eine Cross mal mitnehmen können. Er hätte an sich auch Work machen können. Kagron vielleicht ein bisschen auch, aber ich fand tatsächlich Säuger-Leo weitaus mehr. Also es hat weitaus mehr Sinn gemacht, ihn mitzunehmen, da er als 3-All-Out, also ich sag mal als 3-Out-Attacker mit Morning Sun schon genug Druck aufbauen kann. Das nur mit Jolly-Wesen, um da ein bisschen durchzubreaken zumindest. Also er soll nicht clean gar nicht, also wenn ich was clean kann, dann clean ich damit, aber er soll an sich irgendwie in erster Linie breaken. Und das macht er eigentlich auch gut. Das einzige Mal, was er nicht so derbe breakt, ist, glaube ich, da müsste ich jetzt nachgucken auf die Schnelle, wir haben nicht so viel Zeit. Wo ist er denn? Ink. Bin ich jetzt blind? Da ist Magierna, den breaken wir nicht so gut, sofern er ihn mitbringt. Und sonst ist es eigentlich noch sein Dings da, sein Vogel und sofern er mich überload und komplett Fistaff ist es natürlich auch noch hier Dark Dammerdome, Dingsbums hier, Galar Weezing und Heatran. Also ist eigentlich für das halbe Team, ja, ist richtig, aber ich habe die Attacke so gewählt, dass ich eigentlich alles neutral bis effektiv treffe und das sollte eigentlich auch so hinhauen. Zudem, müssen wir uns beeilen, es ist 20 Uhr, hoffentlich sendet er mir jetzt demnächst was, haben wir jetzt ein speziell offensives Life Orb Logok mit Vakuumwelle als Prio. Das ist eigentlich ganz gut. Ich dachte tatsächlich, dass er in Gen 8 immer noch Focus Blast hat. Also als einzigen speziellen Move, den hätte ich tatsächlich auch gespielt, habe dann aber gesehen, er hat Aurasphäre. Deswegen habe ich mich für Aurasphäre entschieden. Der trifft zum Glück immer und hat 90 Stärke. Ist eigentlich ganz solide und dachte ich mir so, ja, das kann man eigentlich nehmen. Und er schreibt mir gerade. Okay, ich schelle ihn. Macht nur an Mod. Ja, er hat gerade Probleme, dass er mich unchallenged. Okay, gut. ganz schnell noch. Ich habe noch Spideff Typ 0. Der soll ein bisschen Thunder Wave spreaden und Gengar wegballern mit einem Gegenstoß. Ist auch mein Gengar-Switch dahin gegen Focus Blast. Das ist das Einzige, was ordentlich Schaden macht. Dann habe ich ein Assault Vest High Dragon als Bulky Support.
Der soll reinkommen, Hit nehmen und wieder rausgehen und vielleicht ein bisschen Schaden machen, mehr soll er halt nicht machen. Dann habe ich Mixed Death eher in der physischen Defensive, Moroder mit der Anti-Unlichtbeere. Der soll halt, Gott, der soll halt auch ins Leben da halt gehen. Rillaboom soll er mit unterchecken, genau. Also Rillaboom mit checken mit unter und ich glaube, das macht er gut. Und unter anderem haben wir noch zuletzt einen Wish Heal Bell, weil ich habe das Gefühl, dass er mich versucht zu burnen. Slurpuff, auch Mixed Death, eher physisch-defensiv, weil er eigentlich eher ein physisches Team hat. So, wie heißt der Fortnite Superstar, wa? Ja, Fortnite Superstar heißt er, ein sehr toller Name. Dann challengen wir mal den Fortnite Superstar an. Locked? Fragezeichen, aha. Dann tun wir. Ich denke mal, anything goes, wa? Ich denke aber schon, dass wir im AG spielen. Hallo? Ich mache einfach anything goes. Das sollte eigentlich hinhauen, meiner Meinung nach. Show all teams. Und dann haben wir hier Ink. Custom Game, okay. Dann machen wir ein Custom Game, dann ist das so. Dann tun wir das, wo er denn Ink. Okay. Dann haben wir es getan. Komischerweise bin ich ein bisschen leiser, wenn ich am PC spiele als. Also. Da denke ich irgendwie komischerweise nach, weil wir ja ein bisschen mehr Zeit haben, außer wir müssen jetzt. Timer nehmen, das weiß ich jetzt nicht. Ja, jetzt muss ich etwas warten, hoffentlich kann das annehmen, weil ich denke mal eher weniger. Aber ohne. Okay. Okay, gut, das ist scheinbar ohne Timer. Wenn da irgendwas falsch ist, dann soll es, mir ist es egal. Ich bin eh für beides offen, also von daher. Zur Not kann er sich ja einfach random irgendeinen. Ja. Machen. Das würde ich jetzt erstmal einen Cut machen. Bis gleich. So, es geht weiter. Es hat jetzt gute 10 Minuten gedauert. Dann würde ich sagen, dass es losgeht. Ach stimmt, ja, Custom Game müssen wir spielen wegen Level 50. Macht ja Sinn. Joa. Dann macht das, glaube ich, mehr Sinn, wenn ich mir Sachen aufschreibe, oder? Dann müsste ich mir jetzt einen Stift holen. Also bis gleich. Ach Gott. Und ich bin wieder da. So, er hat mitgebracht. Er hat sogar Magier nicht bei. Das ist gut. Ich glaube sogar, dass wir das gewinnen können mit dem Team. Es wird schwierig, dagegen anzukommen, aber es sollte machbar sein. Er hat Heatran. Er hat Gengar. Er hat Voltolos Eye. Ei. Er hat den Barakiefer. Er hat Rillaboom. Und er hat Rihornia. An sich sollte ich mit mit Volker Matteo, mit meinem Säugerleo, gut Druck aufbauen können. Er hat da eigentlich nicht so Gutes für den. Ich denke mal, er ist so Fist Dev oder Spidev.
Rhyperia und er so Spedef. Heatran oder Mixdef kann ich mir vorstellen. Ich denke nicht, dass er Rilla auch defensiv spielen wird. Falls doch, denn nur als Support. Und mit den anderen drei versucht er irgendwie Schaden zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass einer von den beiden Nasty Plot hat. Und ja, daher muss ich jetzt gucken. Aber das Gute ist, die beiden, Thunderous und also generell die ersten drei, er hat es eigentlich genau nach speziellen physisch geordnet. Die ersten drei sollten Typ 0 gut handeln können. Die kann ich alle Thunder Raven bis auf Yimchek hier. Und ja, aber eigentlich sollte das meiner Meinung nach am sinnvollsten sein, mit High Dragon zu leaden. Weil der kann dann wieder rausphasen und ja, also phasen nicht gehen. Also sollte er das denn machen. Du bist kein Hintertrottel, Ink. Okay. Es war in sich nur was wegen Farbe, okay. Und ja, gut, er ist in das Ding gegangen. Das heißt, er wird wahrscheinlich rocken, meiner Meinung nach. Außer er ist jetzt ganz strong drauf. Ich kann ja mal gucken, wie viel er Power macht. High Dragon. Ups, nochmal. High Dragon. Da ist er. Der vielen Dank, Bro. Achso, ups. Vergessen. Wie heißt du? Rhyperior. So heißt er. Wenn ich jetzt davon ausgehe, 50 macht mir schon gut Schaden, wenn er defensiv ist. Ich mache so viel. Ich würde aber trotzdem erstmal für U-Turn gehen. Oder doch nicht. Earth Power macht an sich. Ja, aber ich habe halt Angst nicht, dass er jetzt irgendwie Rock Polish drücken, Weakness Policy ist. Ich glaube den meisten Schaden, weil macht Sagaleo, weil durch seinen Signature Move überbrückt er Fähigkeiten. Und dadurch kann ich den schon genug Schaden machen. Aber er böllert mir halt auch genug Schaden, wa? Ja. Der macht noch nicht so viel, aber auf jeden Fall. Ich muss U-Turn dann auf jeden Fall. Soll er mich rocken, dann gehe ich jetzt einfach mal auf den Dorfkutter. Ich habe ja Synthesis. Er drückt Metal. Oh, Metal Burst ist okay. Metal Burst ist okay. Dann kann ich das aufschreiben, dass er Metal Burst hat. Ja. So, kann jetzt erstmal. Er hat Metal Burst. Er wird immer den doppelten Schaden machen. Wie viel mache ich jetzt mit. Warte mal, wer hat einen U-Turn? Wie viel hat er Schaden bekommen? High Dragon. Vielen Dank, Bro. High Dragon hat jetzt wie viel Schaden gemacht? 9%. Das ist tatsächlich eine absolute Min-Roll. Wenn er komplett Spedef ist und nichts investiert hat. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass er komplett Spedef ist, weil physisch defensiv brauchst du den eigentlich nicht investieren, weil er 115 Base HP auf 130 Def hat. Kannst du natürlich investieren, ist aber sinnlos. Wir haben. Ach Gott. Achso, Delmais. Delmais, der Dorfcode. Nein. Der würde jetzt den nicht wegballern im Power-Up. Was kommt rein, ist Heatran. Deswegen würde ich den jetzt gerne Poltergeist hinterher, ja. Ich bin sogar schneller, das ist gut. Langsamer. Ich wusste gar nicht, dass Metal Burst wir haben den Speed-Tie. Ich verstehe. Okay, er hat eine Custerberry. Ah, okay. Custerberry. Das ist gut wegen Poltergeist. Das ist die Enigma-Beere, also die Prio-Move-Beere. Und. Ich weiß jetzt nicht, ob er drinnen bleibt.
Ich hätte mir ungefähr, eigentlich hätte ich mir 62% gemacht. Ich denke mal, dass wir ein Dings haben. Und ich böller den eigentlich jetzt weg mit dem Power-Whip. Heatran ist aber da. Das ist das Problem. Wobei ich in Heatran kann ich eigentlich in Hydreigon rausgehen. Er macht mir halt da eigentlich nichts. Also kann ich eigentlich safe Power-Whippen, soll er halt nur 3% kriegen, dann ist es so. Metal Burst. Also, nee, ich krieg ja keine 60%, weil Punchline. Okay. Das ist okayer Schaden. Nehme ich mit, nehme ich mit. Was will er mir jetzt machen? Will er mich knocken? Soll er. Dann habe ich halt die Kolbe-Barrel weg. Genau deswegen habe ich auch den Kolbe-Barrel drauf für den Eventual Bandit Knock, dass ich ihn halt mit Poltergeist jetzt ein bisschen wegballern kann. Wie heißt er denn? Rillaboom. Choice Band. 50. Der würde. Ups. Natürlich den meisten Schaden mit einem Woodhammer drücken. Ich habe jetzt 90%. Ich kriege ja auch gründlich Heilung. Poltergeist macht, wenn er ganz normal so ist, der macht gut Schaden, so ist nicht. Ich muss trotzdem erstmal gucken, was er jetzt eigentlich macht, ne? Für was er eigentlich geht. Deswegen würde ich jetzt gerne. Er drückt U-Turn, das ist okay. Soll er machen. Und der sieht schon nach Bandit aus. 28, 9, ja, der könnte Bandit sein. Ist wahrscheinlich Element Band. Und geht in das Ding. Ich habe mich jetzt erstmal hochgeheilt. Und muss eigentlich gucken. Also, der kann Dark Pulse haben, auf jeden Fall. Er kann auch Einäschern haben, aber Einäschern ist halt die schwächere Variante. Könnte aber meine Beere dadurch wegmachen. Nur so nebenbei. Ja, Sigi. Ach ja, Sigi. Ja, Sigi. Schöner Name auf jeden Fall. Voltelass. Aber Dark Pulse macht. Achso, ja. Thunder ist auf Englisch. Er ist die Plot. Tot, 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 tot. Okay, Thunder sollte eigentlich nicht spielen, macht eigentlich keinen Sinn, aber es ist ein Rain-Team, scheinbar irgendwie sowas. Also, das hätte natürlich. Obalabalabalabala. Dark Pulse. Auf jeden Fall könnte ich ihm jetzt mit Poltergeist ein bisschen Schaden drücken. Mache ich auch. Volt Switch. Das macht nämlich nicht so viel. Volt Switch. Ich finde. Der kriegt jetzt erstmal Pol. Das ist guter Schaden. Das waren 50%. Der kann nur offensiv sein. Volt Switch waren 20%. Ich denke mal, dass er irgendwie Boots ist. Heatran Offensive macht Poltergeist um die 50%. Das könnte ungefähr ein bisschen. Ah, er ist Choice Scarf. Never mind. Stimmt. Er ist. Dude, gut, gut, gut zu wissen. Das ist das Gute an Poltergeist. Da kann ich ja eigentlich in Hydreigon gehen, weil der macht mir halt nicht so viel. Und da er wahrscheinlich vielleicht Eruption hat, macht Eruption nicht mehr so viel. Dragon. Der vielen Dank, Bro. Macht nicht so viel. Der macht mir eigentlich nichts, oder? Das Steel Beam hat. Wie viel macht das? Das würde ein bisschen Schaden drücken, wenn das Steel Beam, aber der stirbt danach auch. So. Ich könnte theoretisch einfach U-turnen, weil ich müsste schneller sein, weil er ist banned. Dann kriegt der nochmal Schaden. Und der wird wahrscheinlich Superpower drücken. Ich gehe aber in meinen Dorfgötter. Er drückt U-turn, ja, soll er machen. Ist mir sowas von Latte. Mein Dorfkutter ist hier das Siegfried, ja. Siegfried. Wenn du es schon richtig schreibst, mit IE bitte. Eigentlich mit Doppel-K. Sieg ist bloß die Kurzform. Ja. Dann gehe ich wieder in das Ding.
Flash Cannon macht nicht so viel, das ist gut. Er hat keinen ordentlichen Switchen in der Earth Power, außer Thunderbreath. Und da er mir jetzt nur 29% gezogen hat, das nicht so viel ist, weil ich habe halt AV Full HP mit 20 Speed Death Investment, war tatsächlich, um irgendeinen bestimmten Move zu leben von irgendeinem speziellen Mann. Es kann sogar, oh Gott, das wäre, ach von, nee, von Magina war das nicht. Von was war das? Ich muss überlegen. Da. Das kann gut möglich sein. Ach, von dem Adler hier, von Adler, sag ich schon, von Arctos, Galactus, der Hurricane, dass er mir nicht so viel Schaden macht. Ich drück einfach Dark Pulse, hätte ich gesagt. Ja, kommt in den rein, drücke ich Dark Pulse. Gute Hell. Der ist auch offensiv auf jeden Fall. Warte mal. Der wird 43% erstmal gezogen. Das ist nicht so viel Schaden. Jo, haut hin. So. Da ich langsamer bin, gehe ich auf jeden Fall in. Er wird U-Turn. Auf jeden Fall. Na, Volt Switch, denke ich mal. Der kann halt Free Volt Switchen soll er machen. Ich habe halt mein Ground halt nicht bei. Ich habe auch kein Volt Absorb. Auf jeden Fall sieht das schon sehr gut aus für Logok. Im Grunde genommen kann Barracuda und Snorkel fällig werden mit dem Aqua Jet, weil er halt schneller ist und generell schnellste Money auf dem Feld ist, ohne Scarf. Und ich halt auch kein Scarf bei hab. Und Gengar kann gefährlich werden, weil die Vakuumwelle halt durch Geist halt nicht trifft. Ne? Ja. Ich würde den gern behalten, weil er ist wichtig für Heatran. Der ist ein guter Switchen dagegen, so ich gesehen habe. Ich kann den reinwerfen, kann U-Turn. Soll ich machen? Er drückt. Der hat Volt Switch und U-Turn. Willst du mich verarschen, Ink? Willst du mich irgendwie verarschen und flachsen? Okay, gut, jetzt kann er Wuthermann da ankennen und dadurch ist der Dorfkutter weg. Also okay, kann er machen, soll er machen. Ich kann aber gucken, wie viel Schaden kriegst du denn Typ 0? Oh, da ist er jetzt. Mir egal. Typ 0 auf Rillaboom Band. Wenn das Superpower ist. Machen wir mal hier locker weg. Superpower macht ein bisschen mehr Schaden als Woodhammer. Ist mir egal, aber der macht, wenn er minus 1 Death ist, würde die U-Turn killen. Deswegen gehe ich jetzt straight für eine U-Turn. Das ist mir sowas von Latte. Er geht auf Knockoff. Oh, soll er machen. Dann kriegt er nochmal Schaden. Er ist auf Knockoff gelockt. Auf jeden Fall. Und ich krieg jetzt eigentlich einen Kill mit Mefaka Matteo. Könnte ich mir einen Kill holen. Da könnte ich eigentlich drücke ich da Psychic Fangs oder gehe ich einfach in ihn und drücke Dark Pulse. Ich könnte einfach in ihn gehen und Dark Pulse drücken. Jo. Da hat er zwar den Evolit nicht mehr, ist aber egal. Jetzt muss ich gucken, wie viel er kriegt. Er ist auf Knockoff gelockt, das weiß ich. Er muss rauswechseln. Hydreigon. Wie viel Schaden machst du? Ich hoffe genug. Ich hätte Feuerkalten. Ja, ist genug. Kann Dark Pulse und jetzt sollte eigentlich ein Mon guten Schaden kriegen. Oder halt sogar sterben. Ja. Er geht in das Ding, das kriegt genug Schaden, ist damit fast raus, das ist gut. Ich habe zwar keinen guten speziellen Switchen mehr, das ist mir egal. Gengar kriege ich vielleicht noch irgendwie anderweitig aufgehalten, hoffentlich. Ja. ich kann ja mal gucken, wie viel Schaden Specs Gengar macht gegen Gengar, toll, Specs. Hat mal drauf, gut, gegen Salgaleo.
Gut, der würde mich umboxen dahingehend. Also muss ich tatsächlich das irgendwie so spielen, dass Typ nur noch wichtig ist. Deswegen gehe ich jetzt einfach in unseren Dorfkutter, um mir noch mal ein bisschen KP zu holen. Er wird eh U-turnen, wusste ich auch. Und das Biest ist Gengar. Gengar wird entweder schönen Spaß haben und ja, ich bin der Meinung, Slurpuff war sogar nicht so wichtig. Ich glaube, es hätte eher mehr Sinn gemacht, irgendwie einen Anasmon mitzunehmen statt Slurpuff. Aber Slurpuff war so ein Frostborn tatsächlich, weil ich nicht wusste, was soll ich jetzt dann auch noch mitnehmen. Raikou wäre vielleicht cool gewesen. Ja, ich glaube, Raikou wäre cool gewesen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Scarf ist. Und entweder drückt ihr jetzt Focus Blast oder Dings. Ich kann ja versuchen, wenn er Sludge Wave drückt, kann ich eigentlich in Volker Matteo gehen. Und Close Combaten dahingehend. Was natürlich nicht so wichtig, sinnvoll ist. Nee, ich gehe jetzt davon aus, dass das predicted oder predicted der das nicht. Ich meine, wie viel. Ich kann ja mal gucken, ob er für Sludge Wave gehen kann. In dem Fall. Sludge Wave würde sogar mich rausnehmen tatsächlich. Verstehe ich auch. Ja, jetzt habe ich kein Scarf Blaziken dabei, ne? Das ist auch natürlich auch doof. Wie viel kriegt denn der trotzdem noch hier? Der Typ 0. Typ 0 kriegt ohne Evolid. Sehr schön Schaden von der Sludge Wave. Das heißt, das Ding wäre tot. Aber wenn das Sludge Wave ist, ist er gelockt auf jeden Fall. Aber ich würde ihn safe nochmal reinkriegen und das Einzige, was mich halt umbringt, ist ein Focus Blast. Dahingehend würde ich einfach, gehe ich jetzt in Sabayone. Er drückt Sub. Oh, das ist noch besser. Oder nicht? Nee, der kann er jetzt. Oh fuck, nein. Das kann er Nasty Plotten. Aber er ist Black Sludge auf jeden Fall. Der ist Sub. Wie viel Schaden macht denn der? Das ist doof, dass ich jetzt sehr dumm Missplay gemacht habe. Slurpuff, machst du wie viel? Der irgendwie macht keine 25%, das ist schön. Auf jeden Fall ist das gerade sehr toll. Sehr toll, toll, toll. Ja. Plus 2 ist. Und. Teil. Ich habe jetzt keinen Bock dagegen zu verlieren, weil ich kann jetzt eigentlich noch ein Scarf Revenge, weil ich habe sonst keine andere Prio. Weil der Vakuumwell bringt mir nichts. Würde mich nicht killen. Erst plus 2, ich drücke Payback. Auf jeden Fall. Er würde mich nur mit einem Focus Blast killen. No. Er drückt plus. Okay, ist plus 4. Erstmal plus 4. Würde mich immer noch nur mit einem Focus Blast killen und ich würde ihn weghauen. Auf jeden Fall. Zumindest. Eigentlich müsste ich ihn fast raushauen. Außer, das ist wirklich nur. Na gut, eigentlich nicht. Ich kann ihn ja nicht rausnehmen. Wobei, Thunder Wave wär's. Weil da kann ich ihn so revengen. Ich muss Thunder Waven. Ja! Oh, das ist gut, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Oh, weil er so. Oh, zum Glück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein Regelbuch ist, weil man jetzt einfach. Er hat Dazzling Gleam. Gengar ist plus 4. Er plus 6.
Dazzlingly, warte, Sadness Depot Dazzlingly. Ah, natürlich, und plus Shadow Ball. Ja, klar, okay, verstehe. Sögerli, wie viel Schaden machst du? Psychic Fangs macht genug. Also kann ich jetzt einfach Psychic Fangs. Ich muss Psychic Fangen. Sunsteel Strike. Ja, ich muss Psychic Fang. Er ist eh langsamer. Jetzt 151, er ist geparat. Hat 89 Speed, ja, das passt. Also, wenn er jetzt 178 Speed hätte, Full Speed Timid, und ich habe 151 Speed und mit einer Paralyse hat er dann da tatsächlich dahingehend nur 89 Speed. Also, ich habe die Gefahr hab ich schon mal gebannt, das ist gut, das ist wirklich gut. Typ 0, du hast das gemacht, was du machen sollst. Ich hoffe, zum Glück bin ich, ach, Mann, wäre das jetzt, das ist der Vorteil in Showdown, es tut mir leid. Gut. Unser Säugeleer kriegt einen Kill, das ist okay. Das ist wirklich okay. Ach Gott, nein. Wie kriegen wir noch Barraskuda weg? Weil unser Dorfkutter ist noch ein bisschen angedamaged und Rillaboom ist noch da. Wobei Rillaboom ist ja langsamer als wir. Der kann uns mit dem Grassy Glide nicht so viel Schaden machen. Genau, der kommt rein. Das heißt, wir müssen immer in den gehen. Und können jetzt eigentlich safe Earth powern. Oder nicht? Wir müssen Earth powern. Ja, er drückt Flash Cannon. Oh, Dragon Pulse. Dragon Pulse macht 40%. Das ist okay, dann kann ich wieder raus, oder? Nee, da könnte ein Gengar wieder gehen. Wobei, ich bin eh schneller. Ach, ich gehe einfach in den. Der Trottel, ja, soll er machen. Ich drücke Wish. Drücke Wish. Der könnte High Dragon tatsächlich noch ein bisschen hochhelfen. Hochheilen. Dahingehend. Außer der kommt jetzt hier mit einem scheiß Rock Polish um die Ecke. Das wäre natürlich nicht so gut. Wenn er rockt, dann ist es so. Ist mir sowas von Latte. Soll er machen. Aber da ich jetzt eigentlich seinen Flugmann weg habe und Gengar gebannt habe durch die Para, die wirklich wichtig ist, sollte ich das eigentlich halbwegs gelöst haben. Er drückt Rock Blast. Rock Blast macht wie viel Schaden? Er hat Rhyperia. Hier. Rock Blast. Und Delmas. Wenn ich Delmas jetzt noch voll kriege, ist das natürlich noch so besser. Achso, der ist ja hier Level 50. Macht 32 Max. Achso, macht 53% Max. Auf jeden Fall. Dann gehe ich jetzt eigentlich in Dorfkutter und halte den erstmal hoch. Gut, soll er rocken, ist mir sowas von egal. Soll er rocken? Ist mir sowas von Latte. Ich könnte es spinnen, dahingehend, aber ich habe den wieder voll. So. Ich könnte einfach straight up nicht Power Whoopen. Ich sollte Poltergeist, weil dann ruft er das Ding rein, ruft er Heatran rein. Heatran ist aber immer, Heatran lebt den Move auf jeden Fall. Heatran lebt den Move auf jeden Fall. Also drück ich, gehe ich in, nicht das, nee, ich muss Poltergeisten, oder? Dann kriegt er halt Schaden, aber ich kann mich halt hochheilen dahingehend. Okay, Gengar ist raus. Gengar ist raus. Gengar ist raus. Das ist gut. Gengar ist raus. Ja gut, Gengar war eh angekrüppelt. Was soll's? Disable, kann ich jetzt kein Poltergeist drücken? Wow, ist mir scheißegal. Heatran kommt rein. Heatran macht mir wie viel Schaden mit einem Fireblast?
Der ist nicht mehr so toll. Wobei, warte mal. Ich habe Lobok. Ich kann jetzt mit Lobok eigentlich nur noch Vacuum Wave. Oh Gott. Vacuum Wave macht gegen Heatran Offensive. Level 50. Nicht genug Schaden, das ist okay. Beziehungsweise hat er ja hier eigentlich. Machen wir hier sowas, weil. Wenn er kein Item hat, ist eigentlich ähnlich wie Scheiß gab, weil ist ja nicht Damage boostend. Wenn ich jetzt sage, er hat Fire Blast. Fire Blast und. Eruption? Bei 62%. Und der Dorfkutter. Delmais hat. Gut, Fireblast würde mich killen, Eruption wäre eine Roll. Also muss ich eigentlich in den reingehen, weil der ist mir noch zu wichtig. Ist mir Sergaleo noch wichtig? Sergaleo kann an sich noch das Matchup auch noch gut gewinnen. Logok kann an sich auch noch gewinnen mit den Vakuumwellen und Aurasphären. Bis auf gegen Barrascuda und Barrascuda ist mir, also der Stoffgitter ist mir wirklich so wichtig. Also muss ich jetzt, ich muss eigentlich gucken, in was er geht. Je nachdem, was er macht, kann ich halt in Vakuumatio gehen. Also gehe ich jetzt hier einfach in das Ding und er drückt Flammenwurf. Flammenwurf, er hat Flammenwurf. Flamethrower hätte mich da. Jetzt muss ich gucken. Sergaleo. Flammenwurf killt mich nicht. Auch mit Rocks, wenn ich jetzt hier. Rocks. Nee, Rocks so. Halt, doch so. Guaranteed to a KO after Stealth Rock. Gut, das killt mich nicht. Das ist gut zu wissen, weil er ist noch full life. Ja. Was mache ich? Ich könnte den sterben lassen auf jeden Fall. Ja, ich drücke einfach Joran. Wenn das okay. Kann jetzt hier eigentlich Free Auras fern, weil Flammenwurf würde mich nicht killen. Aurasphäre ist genau der Play, den ich hier machen kann. Weil er eh jetzt rausgeht. Ja. Ja, also ich kann das 1v1 noch drauf entscheiden, dass ich mit Sergaleo 1v1 eingehe, mit Heatran. Das Blöde ist, wenn er halt sich durch das, wenn er Eruption spielt, könnte das vielleicht sogar, also Eruption macht noch mehr Schaden bei 62%, aber wenn er jetzt, sagen wir mal, 68 hat, könnte das schon knappig werden mit Stealth. Ist es eine 50% Chance. Also er darf eigentlich keine Prozente mehr kriegen, dann gehen. Dann muss ich ihn weiter runterkriegen, wenn er Eruption hat, ne? Und ja. Aber. Du, der stirbt nicht! Sein Deathwater lebt noch! Er hat diesen Fisch eigentlich immer nur bei, als Stefaner reinzuwerfen. Warum? Ja, ich kann eigentlich in den wieder gehen. Oder nicht? Ja, ich kann in den Dorfkutter gehen. Er kann Flip-Turnen dahingehend. Mit einer Flip-Turnen, das weiß ich nicht. Das wäre natürlich wieder für sein Favor. Dann müsste ich wieder Monsacken dahingehend. Aber was soll's? Was soll der Geiz? Soll er Flip-Turn? Er muss mit Heatran jetzt Plays machen. Dann sack ich halt iDragon, gehe das 1v1 mit Sergaleo ein und drück Close Combat. Close Combat killt. Ja. Soll er Flip-Turn? Ist mir egal. Genau, er Flip-Turnt. Er kann, wenn er jetzt das Grasfeld reinholt mit Rillaboom, weil mit Rillaboom kann er jetzt eigentlich auch noch ein bisschen Rock machen. Das ist eigentlich nicht so vom Vorteil, weil
er mich ja nicht umnockt, oder? 74% haben wir. Also wie viel haben wir? HP 130. Genau, er geht in das Ding. Dann gehe ich in das Ding jetzt. Ja, dann gehe ich in das Ding. Dragon. Ich drück Flammenwurf. Sind 16%. Ist okay. Wir drücken auf jeden Fall Earth Power. So. Und jetzt muss ich eigentlich. Entweder gehe ich jetzt wieder in Logok. Und. Eigentlich muss ich doch das jetzt eigentlich. Die 50-50 oder nicht? Er hat Flammenwurf. Und Flammenwurf killt mich nicht. Außer er ist modest. Stimmt, der kann ja Modest sein. Modest ist eine 37% Chance to 1 KO after Stealth Rock. Hm. 37% Chance, ich bin komplett voll. Hätte ich die 92 komplett in Speed Death investiert, dann wäre das eigentlich nichts, wa? Ja, dann wäre der 6 kommt, dann hätte ich alles gelebt. Dann hätte ich das gelebt, außer er hätte die übelste Highroll bekommen. Geh einfach Anker. Nee, nee. Ich muss das eingehen, jetzt loskommen. Ich bin bei 210. 210 aus der Fox weg. 37% Chance. Er geht raus. Ah, verstehe. Dadurch habe ich das jetzt wahrscheinlich gewonnen. Ah, stimmt. Ich kann ja hier rausgehen. Ach nee, er kann ja wieder wechseln. Natürlich wollte ich das nicht machen. Ich wollte bloß gucken, ob ich hier mit drücken kann, ja. Das ist doof, wenn ich den jetzt wieder raushole. Killt der Flammenwurf. Entweder geht jetzt wieder rein und killt mich, oder ich gehe raus und er wächst genau in dem Moment raus. Das ist eine 50-50. Den Rest besiege ich alles, außer halt das Sogimon, weil der wird Aquajet haben. Denn dafür bräuchte er einen Eis, wie gesagt. Verdammt. Erdbeben hat er auch nicht gezeigt. Ist doof, wenn ich jetzt basic in den Erdbeben reinwerfe, aber es wäre schon witzig, wenn der nichts macht. Wenn jetzt was wie Metal Burst, wobei es macht keinen Sinn, oder den Second Last zumindest, aber da wäre Erdbeben der bessere Play gewesen. Und Chris Comet würde ihn halt auch umboxen. Aber, was soll der Geiz? Ich weiß, dass Vakuum-Eile nicht killt. Das ist das Problem. Nur weil Vakuumwelle nicht killt. Wäre ich Scarf, wäre mir das sowas von Latte gewesen und hätte den einfach mit Aurasphäre weggeballert. Was mache ich jetzt? Ach Gott, ey, das ist ein Showdown-Kampf. Wir können ja schon eine Dreiviertelstunde gehen. Das ist so ätzend. Was mache ich jetzt? Bleib ich drinne und hoffe, dass die Vakuumwelle killt?
Oder. Aber dann nimmt er mich raus. Die Vakuumwelle killt niemals. Und er kann sich dann einfach auf Earth Power locken. Dann kann ich aber rausgehen in den Dorfkutter. Was mache ich jetzt? Warte mal, wie viel macht die Earth Power, wenn ich minus 1 bin? Für eine 43,8%ige Chance. Ja, ich blöd, Mann! Ich wusste doch, dass er diese Lehre hat. Nein, ich hätte rauswechseln können. Ich bin doch dumm. Ja, ich habe das Game geworfen. Ach, leck mich doch am Arsch. Ach, verdammt. Drückst jetzt Flip Turn. Oder Aqua Chat. Natürlich drückt der Flip. Ich hätte einfach mit Vakuumwelle rausnehmen können. Ach man, das kotzt mich doch an. Er hat Eruption. Das ist 44%. Ah, das macht keinen Sinn. Oh lol, ja, natürlich macht das Sinn. Ja, wobei er hat jetzt gewonnen mit Grassy Glide. Ach man, ey. Ah nee, warte mal. Das ist das Element, wa? Stimmt. Er hätte Flammenwurf drücken sollen. Wait. Hä? Och nein! Ach, das... Egal, haut da rein, ciao.